Hallo Frau Seifert. Hallo, grüße Sie. Sie haben wieder was Neues. Natürlich habe ich was Neues, genau. Und ich freue mich auch darüber, das zu präsentieren. Und zwar haben Sie was Neues, ein neues Produkt, eine neue Produktserie in Ergänzung zu Ihrem Pferdedecken, wo wir beim vorhergehenden Film ja schon darüber berichtet haben. Ein neues Produkt, eine Ergänzung. Genau, richtig. Und zwar habe ich das deshalb ergänzt, weil die Nachfrage war sehr groß. Also man hat mir immer wieder gefragt, schöne Decken gibt es auch für Englischreiten? Und dann habe ich mir gedacht, ja, natürlich gibt es wird es für Englischreiten irgendwann mal geben. Und das ging jetzt schneller als erwartet. Und jetzt haben wir sie hier, ja, genau. Und das genau. Die tollen Decken haben wir ja in dem anderen Film bereits gezeigt für die Westernreiter. Und natürlich, eigentlich ist ja der Marktanteil der Englischreiter in Deutschland zumindest fast noch größer wie bei den Westernreitern. Eigentlich logisch, dass Sie jetzt dieses Produkt entwickelt haben. Genau, richtig. Das ist es auch. Und deswegen war wahrscheinlich auch die Nachfrage eben so groß, weil die Gruppe einfach auch viel größer ist. Auch. Und und das ist sehr nett, wie es auch ankommt. Und ja. Jetzt ist es natürlich nicht nur die Form. Natürlich passen diese Pads so ideal zum Englischreitersattel. Aber die Form alleine ist es ja nicht. Ihre Satteldecken zeichnen sich ja noch durch weitere Vorteile aus. Gibt es jetzt da für die Englischreiter noch weitere spezielle Vorteile oder ist es ähnlich wie bei der Westernreiterdecke? Also Vorteile, also die ist aufgebaut so wie die Western-Satteldecke eigentlich, nur halt mehr geeignet jetzt hier für den Englischreiter, dadurch, dass sie dünner ist, hat ein anderes Garn, wird da verwendet, ist allerdings auch doppelt gewebt, aber das Garn ist dünner von Haus aus. Dann hat sie innen drin auch dieses System, die wir auch bei den Western-Satteldecken haben. Das ist ja sehr funktionell und eine wirklich sehr gute Idee, die da dahinter steckt. Ja, danke. Und zwar ist es das, dass man das jetzt hier auch abmachen kann, mit nach Hause nehmen kann und waschen kann in der Maschine 30 Grad. Und man kann das auch einzeln auch kaufen. Also nachkaufen und auch dazu kaufen und so. Und so kann man seine Decke immer wieder aufrüsten und die Oberdecke, die bleibt lange erhalten, weil das ist sehr robust hier, so von einer Webart. Und je nachdem, was für Farbe man sich jetzt aussucht, ist die haltbar. Die Westernreiter haben ja gerne mal bunte Satteldecken. Bei den Englischreitern habe ich es bisher noch nicht so gesehen. Wie sprechen denn die Englischreiter auf diese Farbmöglichkeiten an? Weil für die ist es ja was Besonderes, wenn es diese Decken jetzt auch in einer anderen Farbe mal gibt. Genau, das ist richtig. Und die finden das auch sehr nett so. Nur denke ich, die Tendenz geht aber doch zu einfarbiger. Aha, also doch nur ein bisschen andere. Ja, aber wir sind ja jetzt hier, das ist ja heute auf dieser Messe das erste Mal, wo ich die präsentiere. Und das ist jetzt nur jetzt von gestern gesehen und heute, was sich so herausstellt. Aber das Interesse ist groß, ich habe auch einige verkauft. Und aber die Tendenz, wie gesagt, die geht so zum Einfarbigen. So in diese Farbe haben wir das gehabt und in diese Einfarbige, die Farbe, glaube ich, war das genau. Und in blau, dunkelblau, so ein bisschen gedeckter. Die sind noch ein bisschen vorsichtiger, die Englischen. Frau Seifert, damit die Leute ja zu Ihnen kommen, brauchen wir nochmal die Homepage-Adresse, auch in diesem Filmteil. Genau. Ja, die haben wir hier. Das ist www.montpet.de nach wie vor. Und und da gibt es auch einen Konfigurator. Für den Englisch-Satteldecke wird jetzt auch gerade aufgebaut. Da kann man auch stöbern und sich schlau machen, was das so auf sich hat. Also Monpet ist ja der Name der Satteldecke. Ein sehr interessantes Produkt. Ich wünsche Ihnen auch mit dieser Produktserie einen großen Erfolg. Werden Sie mit Sicherheit haben. Und auf der nächsten Messe werden wir uns wieder mal treffen wahrscheinlich. Genau, vielen Dank. Wir werden sehen, wie das geht. Aber es sieht schon mal ganz gut aus. Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Genau. Dankeschön.